Herzlich willkommen zu meinem 11. Video in dieser Playlist zu Shotcut. Es geht jetzt hier um Filterkopieren und das schauen wir uns jetzt im Speziellen einmal an. Und bevor wir das anschauen, möchte ich darauf hinweisen, dass ja im ersten Video meiner Playlist ich so die grundlegenden Basics ermittle in Shotcut. Wenn du danach suchst und nicht nur noch Filterkopieren, würde ich dir natürlich wärmstens ans Herz legen, dir das erste Video oder das Grundlagenvideo anzuschauen. Aber jetzt zum Filterkopieren. Ich starte hier wieder mit meinem Projekt. Shotcut ist gestartet. Das Projektname nämlich 11. Ich habe das 11. Video hier. Ich lasse das Videomodus HD 1080p 50 fps, so wie immer. Klicke auf Los und hole mir wiederum die Dateien, mit denen ich hier arbeiten möchte. Im 11. Lernvideo. Markiere sie alle, klicke auf Öffnen. Und es wird wieder die Musik und so weiter abgespielt. Das macht Shotcut, wenn ich etwas hereinhole in meine Wiedergabeliste. Dann lege ich wieder eine Audiospur an und eine Videospur und noch eine Videospur. Damit ich genug sehen kann, stelle ich das hier ein. Hole mir die MP3-Datei, ziehe sie in die Audiospur ganz zum Anfang hin. Dann hole ich mir eine JPEG-Datei. Lege ich oben auf die obere, hole mir dann eine MP4-Datei, die ist diesmal relativ lang. Ich scrolle jetzt so herein, zoome, okay. Und jetzt hole ich mir die zweite JPEG-Datei, das ist dann diese hier. Gebe es mir oben vielleicht hin, du weißt, ich sehe mir das gleich vor als Anfang und als Schluss. Ich werde mir hier stumm schalten, dass wenn ich hier arbeite, dann nicht immer diese Geräusche höre, wenn ich hier auf der Zeitachse hin und her gehe. Also hier so praktisch jetzt nicht dann diese Rakete höre. Lege mir am Anfang, ich gehe mal hierher, teile das hier, den ersten Teil für meinen Titel, Text dann gleich verwenden. Wähle mir hier diesen ersten Bereich aus, gehe hier auch in der Zeitleiste und gehe wieder zu den Filtern und füge wieder die. Den Filter ein für Text, Text einfach und füge hier den Titel meines Videos ein. Du weißt, ihr Ziel ist, hier ein komplettes Video zu machen. All die Dateien, die ich hier verwende, siehst du auch in den, kannst auch über die Links in den Kommentaren erreichen. Du kannst das alles gleich hier nachschneiden. Und da habe ich schon das Textfeld. Ich verkleinere das vielleicht und gebe das jetzt in dem Fall hierher. Habe hier also gleich einen entsprechenden Titel. Es geht jetzt um das Kopieren von Filtern. Und ich wähle jetzt hier mir diesen Videoclip aus und wähle mir jetzt einen Videofilter aus, den ich dann später kopieren möchte. Ich klicke wieder auf Filter, dass das hier eingeblendet ist. Gehe auf Plus und ich suche mir jetzt den Filter Weichzeichner, also ziemlich weit herunten. Und ich nehme mir den Weichzeichner exponentiell. Und ja, ich kann dann hier, indem ich hier den Anteil verstelle, kann ich es immer schwacher, weicher praktisch zeichnen. Ja. Wenn ich jetzt hier draufklicke, werde es dann, wenn ich jetzt hier starte, ganz vorne, es ist scharf gestellt, geht hierher und es wird dementsprechend schwächer gezeichnet. Ich möchte das jetzt hier noch einmal ebenfalls verwenden. Ich gehe jetzt vielleicht hierher, schauen wir es durch, gehe in den Bereich, wo das, vielleicht erkennst du es. Der Space Shuttle startet. Da mache ich jetzt eine Cut. Da ist der Cut. Dann gehe ich nochmal hierher. Ist mitten im Flug. Mache nochmal eine Cut. Lösche vielleicht. Na, gehe nochmal daher. Mache hier nochmal einen Cut. Lösche diesen Bereich hier heraus. Lösche hier auch den Zwischenraum mit rechter Maustaste entfernen. Nehme das dann noch daher und möchte jetzt auch hierauf einen Weichzeichner einfügen. Und dann nehme ich mir genau den Weichzeichner, den ich hier schon verwendet habe. Gehe hierher, gehe auf, wähle hier den aus und gehe hier auf Kopieren. Und kann dann, wenn ich mir das hier auswähle, wieder bei Filter hineingehe. Hier habe ich schon ausgewählt, gehe hier und der Weichzeichner wird dann hier schon eingefügt. Ich könnte dann ebenfalls hierher gehen und könnte ebenfalls den Weichzeichner einfügen. Ich möchte jetzt aber etwas verändern. Ich möchte hier dann wieder mit einem Schlüsselbild arbeiten. Den Filter selber habe ich schon übernommen. Gehe jetzt hier rein und du weißt ja,
Man kann bei den Schlüsselbildern hier einen entsprechenden Anfang setzen. Verstelle das hier zu dieser Stelle, an dieser Zeit, da ist noch recht scharf. Gehe dann zu einer anderen Stelle, vielleicht hier ungefähr. Stelle Weichzeichen wieder schärfer. Gehe wieder hierher, verringere es. Und je nachdem, wo ich hier bin, verändere ich hier auch das Ausmaß des Weichzeichens. Hier verstärke es wieder stärker. Und gegen Schluss hin nehme ich den Anteil des Weichzeichens eigentlich dann wieder zurück. Gehe wieder zurück auf die Zeitachse. Wenn ich das jetzt hier so starte, habe ich eine recht starke Weichzeichnung. Eigentlich, es läuft jetzt durch. Es beeilt sich und wird dann gleich abheben. Es ist schärfer, wird mit der Zeit dann wieder schwächer. Also der Anteil, du siehst, wie herum der Anteil dann hin und her wechselt. Ja, und ich könnte jetzt wieder hergehen und könnte hier wiederum einen Weichzeichner holen, den werde ich jetzt durchgängig vielleicht gleich machen. Gehe wieder hierher, kopiere mir wiederum diesen Filter, wähle mir dann diesen Videoclip hier aus und füge jetzt hier dann den Bereich ein. Ja, und jetzt hast du gesehen, wie man Filter kopieren kann. Du hast doch gesehen, welche Auswirkungen jetzt ein Weichzeichner exponentiell hat. Und bleibt mir an und für sich zum Schluss noch einen Filter zu verwenden, den ich immer verwende bei meinen Videos, nämlich Text einfach wieder, um Folgendes zu sagen: Danke für deine Aufmerksamkeit. Und das ist dann praktisch der Schluss vom 11. Video. Ich könnte hier wieder exportieren gehen. Wieder, du weißt es, Standard YouTube auf Datei exportieren klicken und ich habe dann die entsprechende Videodatei bei mir auf der Festplatte. Das war jetzt die 11. von 12 Videos. Jetzt folgt dann gleich das 12. Video. Da geht es um Video exportieren. Da gibt es eine allgemeine Bemerkung, worauf man achten sollte, wenn man ein Video aus Shotcut heraus exportiert, um es dann für YouTube zum Beispiel zu verwenden. Also dann bis zum nächsten Mal.